Neuzugänge März. Es ist wieder soweit. Wir haben wiederum einen Monat hinter uns gebracht und es sind natürlich jede Menge Bücher eingezogen. E-Books geplant, nicht geplant, ein paar Querschläger, ein paar Überraschungen und natürlich auch Rezensionsexemplare. Ja, es waren nicht gerade wenige, aber ich bin wirklich nicht schuld dran. Es wird Zeit, euch meine Neuzugänge für März zu zeigen. Und es waren nicht gerade wenige, nennen wir es einmal so. Aber ich bin an manchen einfach nicht schuld. Wobei jedes Buch, das ich da jetzt habe, ist mir teuer und sehr wertvoll und freue mich, dass es da ist. Und deshalb zeige ich sie euch gern und ich beginne mit einem 0-Euro-E-Book. Und zwar deshalb, weil ich die Aktion so toll gefunden habe. Und zwar, so, irgendwas hat jetzt mit meinem Handy nicht funktioniert. Vom Reise-Know-How Verlag hat es das Buch Ukrainisch Wort für Wort, Kauderwelsch, Sprachführer von Reise-Know-How gegeben. Und zwar eben um 0 Euro. Habe ich mir geladen für meinen Reader und für mein Handy. Für den Fall der Fälle, dass ich es irgendwann nochmal brauche. Nutzt es nichts, schaut es nichts. Und deshalb haben wir gedacht, ja. Ich habe jetzt nachgeschaut, es gibt das Buch zurzeit für den Kindle-Download, also für den Kindle-Download. Beim anderen Portal habe ich jetzt nicht nachgeschaut, um einen Cent. Ja, wie gesagt, es verbraucht eben nicht den Megaplatz, sondern ist einfach immer mit dabei. Man hat es zur Hand für den Fall der Fälle, dass man es brauchen könnte. Ein weiteres Gratis-E-Book ist bei mir eingezogen. Ich bin, was Gratis-E-Books angeht, wirklich sehr zurückhaltend. Früher war ich da großzügiger. Aber Karin Lindberg hat dafür Werbung gemacht und ich mag sie total gern. Ich finde sie als Person so nett und ich mochte vor allem ihre Prescott Sisters-Reihe irre gern. Wie wahnsinnig gern gelesen. Ich habe sie in der Zwischenzeit ein wenig aus den Augen verloren. Das letzte war ein Buch, das sie in Island gespielt hat, das sie unter einem Pseudonym herausgebracht hat. Aber mit mehr als Liebe, viel mehr als Liebe, hat sie, ihr seht, ein Buch geschrieben, das in Paris spielt. Ja, und sind wir ehrlich, Paris ist für mich schon auch so ein Zündstoff und so ein Zünglein an der Waage. Um was geht's in dem Buch? Trisha hat ihren Traumjob. Wäre nicht ihre Chefin eine exzentrische Tyrannin, die ihr das Leben zur Hölle macht? Als Trisha in Paris während der Fashion Week in ernsthafte Schwierigkeiten gerät, kann ihr nur einer beistehen. Philippe Gaspard. Sofort bringt der breitschultrige Franzose ihr Herz zum Rasen. Immer, wenn sie sich näher kommen, zieht er sich zurück und gibt ihr neue Rätsel auf. Philippe wollte sich nie wieder verlieben. Das ändert sich, als Trisha in sein Leben stolpert. Während er nachts versucht, seinen Albträumen zu entkommen, scheint sein Herz bereit, sich wieder für die Liebe zu öffnen. Gefühle lassen sich nun mal nicht vorschreiben. Er lässt sich auf Trisha ein, aber schon bald stehen die beiden vor einer neuen Herausforderung, die alles zerstören könnte. Gut, klingt jetzt auch nicht ganz neu, aber die Stadt der Liebe und ach herrje, Paris, wunderschön und toll und ja, musste einfach einziehen. Eingezogen ist ein Rezensionsexemplar vom Autorinnen-Duo Michelle C. Ahrens. Und zwar Trust and Heal, eine Liebe in Schottland. Ding, 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 ding. Das zweite. Zuerst Paris, jetzt Schottland. Hallo. Es spielt, man glaubt es kaum, in Edinburgh. Beziehungsweise es geht um Lea, die aus München wegzieht, um in Edinburgh ihr Studium weiterzuführen. Und nennen wir es einmal so, München und die Dämonen ein wenig zur Seite zu schieben. Wie wir erfahrenen Liebesromanleser wissen, funktioniert das nicht immer. Sie kommt in Edinburgh an, sieht ihre Mitbewohnerin, die ihr dann eröffnet, ha, nein, ich werde nicht mit ihr wohnen, ich ziehe zu meinem Freund, aber ich habe einen Nachmieter. Liam, Sportler, selbstbewusst, Partylöwe, chaotisch und so weiter, genau das, was Lea eigentlich gar nicht will und kann. Zwei Personen, die Vorteile haben und die sich jetzt irgendwie zusammenraufen müssen. Seht ihr im Lesemonat März wieder. Eine weitere Sports Romance ist bei mir eingezogen und zwar von Lexis Abel, einer Tiroler Autorin mit
dem ersten Teil der Back-to-You-Reihe, Running Back to You, Luca und Brayden. Ausgangssituation ist ähnlich. Luca schreibt sich an der Vancouver University ein, um dort ihr Studium zu beginnen, wo ihre Brüder und ein guter, sehr guter Freund wohnen, bereits studieren und dort ihr Leichtathletik-Stipendium durchzuziehen. Sie ist traumatisiert und weiß nicht wirklich, wie sie das Leben dort meistern soll. Und sie trifft dann auf Brayden, der seines Zeichens Hockeyspieler ist, Eishockeyspieler ist, sein Studium sehr ernst nimmt, also das Hockeyspielen sehr, sehr ernst nimmt und ebenfalls, das sehe ich jetzt auf den ersten Seiten schon, eigentlich recht traurig ist, richtig traurig. Und ja, wie es mit den beiden weitergeht, ich bin, wie gesagt, mittendrin, es gefällt mir total gut. Im Mai kommt schon Teil 2, weiß auch schon, wen das betreffen wird und ja, bin echt begeistert und kann es nur empfehlen, kommt aber erst im Lesemonat April wieder. Gut, jetzt muss ich meinen schlauen Zettel mitnehmen, weil nicht, dass ich was vergesse. Okay, für das nächste Buch muss ich einen Exkurs machen. 2018 habe ich ein Buch gewonnen, in einer Facebook-Gruppe war das, und habe es dann auch sehr zeitnah gelesen. Und zwar spreche ich von Annie Mae Gold und Taintless, Blindes Vertrauen. Wenn ich euch den Klappentext vorgelesen habe, werdet ihr wissen, dass ich das Gefühl hatte, das habe ich schon mal gehört. Für Summer steht fest, sie muss raus. Sie will kein eintöniges Dasein in der Kolonie fristen. Egal wie viele Gefahren hinter der Mauer lauern. Fieberhaft erwartet sie den Tag der Auswahl, ihre einzige Chance, diesem Schicksal zu entgehen. Doch auf der Suche nach Freiheit findet sie eine düstere Wahrheit, die sie mehr kosten wird als nur ein gebrochenes Herz. Ja, das hatten wir wie schon mal, aber die düstere Wahrheit ist wirklich, wirklich mega düster. Mann, mit dem habe ich wirklich nicht gerechnet. Und es endet mit einem fiesen Cliffhanger. Und jetzt seit Jahren suche ich mehr oder weniger nach dem Teil 2 und überlege mir, wie könnte und wer und wo, vielleicht unter einem anderen Namen. Also ich habe zum Teil wirklich gesucht. Und jetzt im März, Instagram sei Dank, kommt endlich Taintless Teil 2 raus. Bevor ich es aber zu lesen beginne, werde ich bei der Autorin nachfragen, ob das nur 2 Teile sind, ob damit die Geschichte abgeschlossen ist oder ob noch was kommen könnte. Denn so einen fiesen Cliffhanger verkraftet mein armes Herz nicht ein zweites Mal. Das ist einmal fix. Aber ich freue mich total, dass da Teil 2 angekommen ist. Super, finde ich richtig genial. Also wer auf leicht dystopische Jugendfantasy steht, sollte sich dieses Buch anschauen. Es ist wirklich, hat einen richtig guten Twist. Total gut gefallen. Kommen wir zu den Querschlägern. Querschläger. Warum? Wer kennt sich mit NetGalley ganz genau aus? Für diejenigen, die es noch nie benutzt haben, NetGalley ist eine Plattform, die E-Books zur Verfügung stellt, um sie zu rezensieren. Hat auch natürlich nur für jedes Buch bestimmte Kontingente zur Verfügung. So, überhaupt kein Problem, kann man angenommen werden oder abgelehnt werden. Geht auch für, ich glaube, für normale LeserInnen ohne Unterschied. Ich glaube, weil man braucht nicht zu hinterlegen, dass man einen Blog hat. Versprechen kann ich es nicht, aber ich glaube, dass das so funktioniert. Und dann gibt es für Bücher, die erst in der Zukunft erscheinen, einen Button, wo steht, ich glaube, so etwas Ähnliches wie Wünsch es dir. Das habe ich getan. Und jetzt meine Frage an die NetGalley-Profis. Sind diese Wünsche im Profil irgendwo hinterlegt? Kann man die nachforschen oder muss man sich die merken? Weil der März hat gleich dreimal zugeschlagen mit solchen Wünsches dir. Erstens einmal von Talia Hibbert, Chasing Danny Brown. Das ist der zweite Teil der Brown Sisters Reihe. Kissing Chloe Brown kommt im März, im Lesemonat März. Und Chasing
Danny Brown finde ich jetzt für einen Romance-Titel nicht wirklich gelungen. Für einen Krimi-Thriller okay, aber für einen Romance-Titel nicht sehr passend. Warum ich es mir gewünscht habe, ist einfach, weil ich die Brown Sisters an sich als wirklich, wirklich nette Familie gesehen habe, als einzigartige Persönlichkeiten und ich gern wissen will, wie es mit dieser Dame dann weitergeht. Buch Nummer 2 ist von einer Autorin, die ich bis vor einiger Zeit häufig und viel gelesen habe, aber im Genre Krimi und Thriller. Ich spreche von Gisa Klönne. Weiß nicht, ob es irgendjemandem was sagt. Ich kann ihre Krimis wirklich empfehlen. Sie hat einen super tollen Schreibstil, sehr subtil, nicht effekthaschend, sondern ruhig und einfach richtungsgebend. Also mag ihren Schreibstil wahnsinnig gern. Und jetzt hat sie ein neues Buch für diesen Sommer. Und das klingt ganz anders als ihre üblichen Bücher. Mit Mitte 50 kommt Franziska noch einmal in ihr Elternhaus zurück, um sich um ihren verwitweten Vater zu kümmern. Seit ihrer Jugend, seit sie sich dem Naturschutz verschrieben hat, war das Verhältnis zu ihm, dem technikgläubigen Ingenieur, schwierig und ihre Besuche im Elternhaus selten. Auch in Franziskas Leben sind viele Ideale zerbrochen, selbst beim Yoga findet sie keinen Frieden mehr. Widerstrebend lassen sich also Vater und Tochter aufeinander ein. Er kann nicht mehr laufen und ein Umbau des Hauses ist unumgänglich, auch wenn er davon nichts wissen möchte. Mit jedem gemeinsamen Tag erwachen nicht nur die alten Konflikte, sondern auch die Erinnerungen an das Glück, das sie einmal teilten. Bei den gemeinsamen Waldläufen, beim Baden am See und in jenen schier endlosen Sommernächten im Garten, wo sie den Leuchtkäfern zusahen, während ein langer, heißer Sommer seinen Lauf nimmt, lernen Franziska und Heinrich mit ihrer Vergangenheit und miteinander Frieden zu schließen. Wie ihr wahrscheinlich wisst, oder einige von euch wissen, habe ich meine Mutter sehr lange gepflegt und das hat irgendwie so, dann ziehen mich solche Geschichten an. Es gibt Geschichten, wo ich von Anfang an sage, nein, kann ich nicht lesen, geht mir zu nah. Das ist zum Beispiel mit dem neuen von Marco Balsano, habe jetzt seinen Titel vergessen, wo es auch um Pflegerinnen geht, kann ich noch nicht so zugreifen, aber das klingt irrsinnig interessant und möchte ich jetzt auf jeden Fall im April lesen. Querschläger Nummer 3 ist von einer Autorin, die ich 2020 entdeckt habe mit ihrem Buch 24 gute Taten von Jenny Fagerlund. Und jetzt hat sie ein neues und zwar Briefe an Moa. Die zurückhaltende Moa, die bei einem Stockholmer Auktionshaus mit Antiquitäten arbeitet, hat allerhand Probleme. Ihr Freund interessiert sich nur für seine Karriere, ihre Mutter lebt nicht mehr und das Verhältnis zum Vater ist angespannt. Dann verstirbt ihre Großmutter Elsa und hinterlässt ihr einen trauernden Hund sowie eine renovierungsbedürftige Wohnung. Nach und nach jedoch entwickelt sich diese Wohnung zu Moas Zuflucht. Sie stürzt sich in das Renovierungsprojekt und erhält unterdessen immer wieder Briefe, die ihre Großmutter vor ihrem Tod an sie geschrieben hat. In diesen Briefen erteilt Elsa ihr kleine Aufträge und lässt ihre Enkelin endlich teilhaben an ihrer dramatischen Lebensgeschichte. Indem sie sich mit den Geheimnissen ihrer Großmutter auseinandersetzt, erkennt Moa, dass die Beziehung, die sie führt, in Wirklichkeit nur darauf ausgerichtet ist, sich ihrem Freund anzupassen. Sie beginnt, sich endlich ihr eigenes Leben aufzubauen, fernab von den Ansprüchen anderer. Hat irgendwie auch was von für diesen Sommer. Finde ich wirklich interessant. In 24 gute Taten gibt es ebenfalls eine Aufgabenliste. Es scheint bei dieser Autorin ein wiederkehrendes Muster zu sein und es hat mich einfach interessiert. Das Buch kommt aber erst Mitte, Ende Mai raus, wird also erst im Lesemonat Mai dabei sein. Okay. Schlauer Zettel, ich habe alles aufgeschrieben, weil das mal ganz schwierig. Okay, das dürfte es an E-Books gewesen sein, die dieses Monat bei mir eingezogen sind. Es gab dann auch Rezensionsexemplare als richtige Bücher, als Printausgaben. Das erste, was mich dieses Monat erreicht hat, war von Katja Keberitsch, Die wundersame Reise der Bienen. Das ist ein richtiges Kleinod, ein richtiger Schatz mit diesen Bienen, dieser goldenen Schrift und da Lavendel plus Bienen und
werdet ihr im Lesemonat März wiederfinden, aber um was geht es? Der Urlaub an der sonnigen Côte d'Azur liegt hinter ihr und Anna will zurück nach Hamburg reisen. Doch als sich die Türen des Flugzeugs schließen, hat sie eine Panikattacke und muss fluchtartig die Maschine verlassen. Wie soll sie jetzt nach Hause kommen? Bus und Bahn scheiden aus, denn auch dort wäre sie eingesperrt und könnte nicht jederzeit aussteigen. Sie registriert sich bei der Mitfahrzentrale und lernt Harm kennen. Er ist auf dem Rückweg von Südfrankreich nach Kiel, in seinem Gepäck Bienenköniginnen. Gemeinsam machen sie sich auf zu einem emotionalen Roadtrip, der völlig anders endet als erwartet. Dieses Buch war so viel mehr. Ich würde es auch jetzt gern sagen, aber nein, Lesemonat März. Sonst habe ich im März nichts mehr zu erzählen. Das geht ja nicht. Dann gab es, im Grunde genommen ist es auch ein Querschläger gewesen. Es gab eine Ankündigung zu einem Lesewochenende mit Gewinn von 2 Büchern von Colin Hoover. Es hat knapp 700 Teilnehmer an diesem Gewinnspiel gegeben und ich habe tatsächlich gewonnen. Das war so, und ich habe nicht bemerkt, dass es sich um 2 Bücher bei diesem Gewinnspiel handelt. Einmal für nur für immer ein Teil von dir, das habe ich im Februar schon gekauft, ist also jetzt doppelt bei mir. Und das zweite erscheint jetzt im April und zwar Summer of Hearts and Souls. In immer ein Teil von dir geht es um eine junge Frau, die nach 5 Jahren endlich ihre Tochter kennenlernen will. Ich sage jetzt nicht mehr dazu, März. Summer of Hearts and Souls geht um eine junge Frau, die ihre Mutter tot auf dem Sofa findet und Kontakt zu ihrem Vater wieder aufnimmt, um dort 2-3 Monate zu wohnen, bis sie ihr Studium beginnen kann. Beide gelesen, beide an diesem Lesewochenende, das freitags begonnen hat und sonntags vorbei war. Und da ich beide gelesen habe, könnt ihr euch vorstellen, dass es mir gefallen hat. Gut. Kommen wir zu den Büchern, die geplant waren. Das sind ein paar. Und zum Schluss die Spontankäufe. Das sind nicht so viele. Geplant war, und ihr werdet es kaum glauben, The Secret Book Club Nummer 4, ein Liebesroman ist nicht genug. Ich werde nicht sehr viel darüber erzählen. Wir hatten am Ende von Band 3 einen kleinen Aha-Moment, alle Leser. Und dieser Aha-Moment geht in diesem Buch hoffentlich weiter. Lese es gemeinsam mit Lisa und Beate in einem Buddy Read. Das wird unser Monat April Buch. Freue mich total. Es geht um den Russen Vlad und seine Geschichte. Und er braucht die Hilfe des Secret Book Clubs. Passend zu Pick My Sub. Ich verlinke euch Pick My Sub April mit der Christine von Bookopolis. Teil 2. Ich glaube, das ist die Cadmere Academy, oder? Crush. Er hat diesen schwarzen Buchschnitt und ja, jetzt im April muss ich durch Pick My Sub Teil 1 lesen und eventuell, wenn es mir total gut gefällt, mache ich mit dem einfach gleich weiter. Deswegen kann ich auch nicht viel erzählen, weil Teil 2. Teil 3 und das Ende, soviel ich weiß, der Trilogie oder der Reihe, A History of Us, nur 3 kleine Worte. Ist gelesen, werdet ihr im März wiederfinden, im März Lesemonat und habe also die Reihe fertig. Ich fand's toll. Und natürlich März, Der Schakal, Black Dagger Prison Camp. Im Grunde genommen ist es ein Spin-off der Black Dagger Reihe, nicht nur im Grunde, sondern es ist ein Spin-off der Black Dagger Reihe. Ich habe jetzt begonnen, bin noch nicht so weit, 60, 70 oder so irgendwas. Für meine Begriffe würde ich sagen, es macht keinen Sinn, diese Reihe zu lesen, wenn man die andere Reihe nicht kennt. Oder nicht zumindest in Grundzügen kennt. Es geht um das Prison Camp, das ist ein Gefängnis der Glümera. Und da werden die Leute Vampire weggesperrt, egal ob sie schuldig sind oder nicht. Wenn scheinbar die Schuld bewiesen wurde, kommt man da nicht mehr raus. Und ja. Ja. Mehr war es im Grunde genommen gar nicht, aber es ist J.R. Ward und es ist Black Dagger, also wird es gelesen bald. Und natürlich auch der zweite Teil der From Blood and Ashes Reihe. Keine Ahnung, wie die sonst heißt. Das ist Flesh and Fire Teil 2
und auch noch nicht gelesen. Da bin ich wirklich gespannt, weil da habe ich jetzt jede Menge enttäuschende Rezensionen gelesen, was bei mir ja total seltsam ist, weil mir hat Teil 1 ab Seite 260, 300 gut gefallen. Davor war es öde und langweilig und war schon dran, zu sagen, nein, bitte. Aber danach ist was weitergegangen, da war dann Action und wenn die meisten sagen, nein, es ist nicht so gut, dann wird es mir wahrscheinlich total gut gefallen. Bin ich gespannt, wie das ausschaut. Gut, dann haben wir die Spontankäufe. Jetzt muss ich kurz nochmal. Spontankauf unter Anführungszeichen. Es war auf meiner Liste und ich habe mich dann dafür entschieden. Zwar von Elisabeth Lim, die 6 Kraniche. Jetzt weiß ich nicht, ob man das gut sehen kann. Das hat nämlich einen goldenen Buchschnitt. Oder einen gelb-goldenen, nennen wir es so. Vielleicht sieht man es so. Und überhaupt ist es ein wirklich, wirklich schönes Buch. Wahnsinnig schön gestaltet. Ich mochte ja ihre andere Serie total gern. Und das klingt wirklich spannend. Prinzessin Shiori hat ihre Vorboten. Okay, nochmal. Prinzessin Shiori hat ihre verbotenen magischen Kräfte bisher sorgfältig verborgen. Doch am Morgen ihrer arrangierten Hochzeit verliert sie die Kontrolle über ihre Magie. Ihre Stiefmutter Ryakama wittert in ihr eine gefährliche Konkurrentin. Sie verbannt die Prinzessin, verwandelt ihre Brüder in Kraniche und belegt Shiori mit einem Fluch. Sobald ein Wort über ihre Lippen kommt, wird ein Bruder sterben. Auf der Suche nach den Kranichen entdeckt Shiori eine Verschwörung mit dem Ziel, den Thron zu übernehmen. Um das zu verhindern, braucht sie ausgerechnet die Hilfe ihres unbekannten Bräutigams. Klingt interessant, Verwandlung, Kraniche, die herumfliegen und einfach ein schönes Buch. Musste dann irgendwie mit. Und dann an dem nächsten Buch ist die Lisa vom Gedankenlabor schuld. Das habe ich gesehen und gesagt, okay, das schaut einfach super aus und das klingt interessant. Von Jean-Claude Cromberg, das kostbarste aller Güter. Das hat mich, also sie hat es vorgestellt und das hat mich dann sofort gepackt. Es ist keine wirkliche Graphic Novel, aber es hat Illustrationen, die einfach alles in allem ein bisschen düster sind und irgendwie einer Graphic Novel entsprechen. Aber es gibt genügend Text dazu und es war einfach, da stehen eigentlich im Grunde genommen nur kurze Bemerkungen. Was für ein bewegendes, erschütterndes, ermutigendes und großartiges Buch. Ein Glanzlicht, eine Buchhandlung Glücksstern, ein literarisches Juwel von Le Figaro, ein bewundernswerter Text über die Shoah und ihre Gegenteil, das Überleben und die Liebe, Le Point. Klingt wirklich irre spannend, klingt wahnsinnig toll. Das Cover macht mich, sieht man das? So sieht man es wahrscheinlich am besten. Es hat was sehr, sehr Trauriges und sehr was Melancholisches und dennoch spricht es mir einfach an. Ach, wird nicht lang am Sub liegen. Und am nächsten, es gab im März ein Instagram-Live-Video. Ich werde suchen und hoffentlich unten auch verlinken. Von Mareike Fallwinkel und einer Freundin von der Buchhandlung Tirolia, von der Verena. Und die haben etliche Bücher vorgestellt. Unter anderem dieses hier. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt von Alexandra Zykunov. Alexandra Zykunov. Jetzt sieht man da die Dame mit einer eindeutigen Pose. Und zwar werden dort Phrasen, die uns Frauen entgegengeschleudert werden, mit Argumenten entkräftet. Es sind Bullshit-Sätze wie diese, die unter Freundinnen fallen gelassen oder von Verwandten ins Ohr geflüstert werden, bis man sie irgendwann selbst glaubt. Dieses Buch ist die ultimative Anleitung zum Parieren solcher Sätze. Messerscharf analysiert Alexandra Zykunov Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern und liefert Punchlines für die nächste Familienfeier, Spielplatzrunde oder Beziehungsdiskussion.
Also es gibt da einfach gewisse Phrasen, die entkräftet werden. Und das habe ich einfach so interessant gefunden. Hast du ein Glück, zum Beispiel, hast du ein Glück, dass dein Mann zu Hause so viel mithilft? Er arbeitet voll, sie nur Teilzeit. Ist doch klar, dass sie zu Hause mehr übernimmt. Aber ich liebe mein Kind, da kann ich doch fürs Kümmern kein Geld verlangen. Übertreib mal nicht, Frauen werden hier doch nicht unterdrückt. Diese und solche Sätze kommen davor und werden einfach auseinandergenommen und damit kannst du dir vielleicht für die nächste Diskussion, mit wem auch immer, einfach Sätze herausnehmen bzw. Phrasen und denen dann entgegenhalten und sie somit entkräften. Habe ich einfach wichtig gefunden, beziehungsweise einfach so, dass ich sage, boah, das ist mir als 51-jährige Frau auch noch wichtig zu sagen, ich sehe das selbst, dieses Fein, dass mein Mann mir mithilft im Haushalt. Nein, es ist ja auch sein Haushalt. Wir machen das gemeinsam oder gar nicht. Das sind solche Dinge, die mich da einfach ansprechen. Das wird ein Sachbuch, das ich einfach hin und wieder dazwischen lese. Und ich werde es auch meinem Mann hinlegen und sage, lies das. Und mein Mann ist sehr, sehr fortschrittlich, sehr modern, aber gewisse Dinge haben sich einfach eingebürgert. Einfach nicht einmal schlecht, dass man das so machen will oder so. Das ist einfach so und ich glaube, diese Strukturen müssen aufgebrochen werden und wenn es mit diesen Sätzen ist und sie mehr oder weniger in den Spiegel schauen müssen und sagen, nein, wir sind noch nicht so weit, wir müssen gewisse Dinge noch ändern, dann kommt das auf jeden Fall in die Leseliste meines Mannes auch. Damit ist Schluss mit den März-Neuzugängen. Welche von diesen Neuzugängen habt ihr vielleicht auch jetzt zu Hause, beziehungsweise habt ihr welche schon gelesen? Auch zu den Kontroversen, wie ist da eure Meinung bei Crush zum Beispiel oder der Reihe von Jennifer Armentrout, Secret Book Club, wie auch immer. Gebt mir gerne Bescheid und auch, ob jemand das Buch schon in Händen hatte und für sich entdeckt hat, weil gesehen habe ich es bisher noch nie, aber ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, dass solche Bücher gelesen werden und dass solche Bücher auch dann weiterempfohlen werden. Gut, die Zeiten sind immer noch nicht wirklich super toll und super schön, deshalb gibt es immer noch die drei guten Dinge des Tages. Dieses Video geht am Mittwoch, den 6. April online und ab morgen schwelge ich im fröhlichen und mondänen Nichtstun. Hoffe ich, dass das Wetter schlecht ist? Irgendwie schon. Aber wenn es schön ist, ist natürlich am See auch total lässig. Wie auch immer, ich freue mich sehr darauf. Zweitens, ich habe ein Buch gekauft, weil es so wunderschön war. Wirklich gesehen und so ein richtiges, mei, ist das schön. Ich habe dann den Klappentext gelesen und es hat mir wirklich gut gefallen, passt zu mir. Und ich mache euch jetzt neugierig, es kommt bei den Neuzugängen im April natürlich. Es ist super, es ist so nett, es ist einfach total kuschelig und nett und freut mich sehr. Und die Zeitumstellung, langsam wird es in der Früh wieder heller. Für mich gibt es nichts Schlimmeres als im Winter in diesen, man geht außer Haus und es ist dunkel, man kommt nach Hause und es ist dunkel. Gegen 6:30 merkt man schon, dass es definitiv heller wird, wenn ich ins Auto steige, also wenn wir ins Auto steigen und in Richtung Innsbruck fahren. Das erwärmt mein Herz jeden Tag aufs Neue, weil ich das so, so gern mag, wenn alles lichtdurchflutet ist, wenn es hell ist. Ich arbeite auch viel lieber, wenn die Sonne scheint. Viele sagen dann nein und dann wäre ich nicht so gern im Büro. Das ist mir egal, ich hab's gern schön. Das sind meine drei guten Dinge des Tages und euch wünsche ich wie immer einen wunderschönen Tag, eine tolle Woche, bleibt gesund, sucht euch guten Lesestoff, tut euch selber was Gutes, pfiat euch, bis bald!